Da wir seit dem letzten Part Ho-Oh als Geist besitzen, können wir hier auf der rosanen Wolke auch das Dojo besuchen. Generell können wir uns jetzt endlich auf dieser Wolke befinden. Im vorletzten Part ging das ja nicht. Alles klar, Dintos heißt der Kollege. Ausrüstung. Hahaha, hohoho, ich grüße dich. Sag, was kann ich hier Gutes tun? Ja, was bietest du uns denn an? Stilinfo steigt. Angriff-Items. Heilkraft sinkt. Angriff-Standard. Angriff-Spezial. Angriff-Würfe. Ja, all dies bezieht sich eher auf die Ausrüstung. Okay, kein Problem. Wir wissen Bescheid. Hier auf dieser Wolke, auf der pinken oder auf der rosanen Wolke, befindet sich ein Dojo. Und endlich können wir uns um einen weiteren Kämpfer kümmern. Ja, lass uns mal hier gegen King K. Wool erstmal kämpfen, damit wir auch nach dem Final Fight das Rohr benutzen können. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Süße Träume, der Boden des Kämpfer einschlafen. Ey, der Beat. Ich fühle mich so, als ob ich gerade Super Mario Bros. 2 spielen würde. Jetzt habe ich Bock drauf bekommen. Nice. Willy. Ja, das war auch der Gegner in Super Mario Bros. 2, also der Endgegner. Ah ja, ich sollte, ja, den Boden nicht berühren. Abhauen. Sehr schön. Sehr schön. Ich bleibe einfach hier auf diesen Plattformen. Aber auch nicht unvorsichtig. Ich meine, ich kann ja auch von unten angegriffen werden. Diese Gegner, die werden irgendwie nicht eingeschläfert. Sehr schön. Nochmal. Und tschüssi, oder? Ja. Du bist der Hauptgegner. Bam. Herr Bowser ist heftig. Ohne Witz, das war gut, dass man mich in den Kommentaren darum gebeten hat, dass ich auch mal mit Bowser kämpfen sollte. Ich habe ja hin und wieder mal in den Parts schon angeboten und angesprochen gehabt. Falls ihr Wünsche habt, dass ich mit einem, ja, bestimmten Charakter kämpfen sollte, gebt mir einfach in den Kommis Bescheid. Alles klar, das Rohr können wir benutzen, aber wir haben hier noch einiges zu tun. Flying Man, Mii Boxer Team. Eieiei, okay, alles klar. Also mein Primärgeist und die, beziehungsweise den Subgeist, werde ich in diesem Part und höchstwahrscheinlich auch im nächsten Part noch beibehalten. Ab dem übernächsten Part werde ich dann vielleicht einen anderen Primärgeist auswählen. Aber im Moment bin ich relativ zufrieden. Ach schade, ich habe die Attacke ein bisschen falsch eingesetzt. Okay. Haha, Flying Man. Aber Flying Man gibt es ja als ältere 8-Bit-Sprite-Form. Was heißt ältere, aber die Sprite von damals halt. Achso, da ist noch einer. Ach, ich hätte mehr auf die Karte schauen sollen. Ah, ich habe noch 100 Kraftpunkte. Geht doch. Ist noch jemand am Start? Ja. Ey, pass mal auf, Mann. So geht das nicht. Willst du da reinspringen? Ja, okay, er ist da. Gut, das war's. Jetzt bin ich gespannt. Schadennachteil 30%. 2792. 3 Plätze frei. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ohne Witz, nicht schlecht. Aber jetzt möchte ich gerne herausfinden, welchen Kämpfer wir höchstwahrscheinlich befreien können. Okay. Ness. Nice. Ness ist böse, Mann. Ness ist in der Tat böse. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Okay. Das hört sich doch nach einem saftigen Plan an. Oh, ich dachte, ich wurde irgendwie gerade erwischt. Da habe ich wohl falsch gedacht, Mann. Tschüssi. Nochmal. Oh, nochmal. Ja, super, Bowser. Du machst das gut. Ja, das war ein bisschen zu früh. Ja, sehr schön. Die Stampfattacke mit Bowser ist so brutal, Mann. Wow, genial. Der kann sich noch retten, ne? Der ist doch saftig, der Junge. Nein, verdammt. Da habe ich den Hintern versohlt bekommen. So in etwa sah das aus. Bam. Oh, stachelig. Eine stachelige Stampferattacke. Ness kämpft nur mit. Ich glaube, ich packe das auf das Thumbnail rauf. Das sieht voll cool aus. Ness kämpft nur mit. Hui. 10 Lernjuwelen. Nice, nice, nice. Auswirkungen von Primärgeistern. Ja, wichtige Informationen. Finde ich wirklich cool. Werbung. Eine Werbung. So, okay. Ja, das war's dann mit der rosa Wolke. Tschüssi. Yeah. Nice. Wo sind wir denn eigentlich? Ich meine,
Ich hatte ja gesagt gehabt, als nächstes möchte ich mich sehr gerne hier um das Labyrinthgebiet kümmern. Und einen Augenblick, wir sind jetzt hier. Ach was. Ach was. Ach was. Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig, aber es ist eigentlich egal, von wo wir aus anfangen. Ich möchte ganz kurz etwas abchecken. Sehr schön. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal hier mit den unteren Kämpfen anfangen. Wobei, den müssen wir erstmal herausfordern. Wie stark ist denn der? 1800. Irgendwie auf die schnelle Welle hin. Ich würde erstmal gerne unten weitermachen wollen, bevor wir da in das Labyrinth reingehen. Wegen den Wolken. Es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn diese Wolken auch verschwinden. Als ob er da reinlaufen würde. Der läuft wirklich rein. Wetterneid. Was hast du denn vorgehabt? Nein! Hä? Spiegelsteuerung. Bist du krank oder was? Ich bin darauf gar nicht klargekommen. Was soll denn das Spiel? Willst du mich reinlegen? Ich denke die ganze Zeit, was ist los? Ich habe gerade voll die nostalgischen Filme im Kopf gehabt, wegen dem Hintergrund und wegen dem Beat. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Willst du mich irgendwie... Ich hasse Spiegelsteuerungen in Super Smash Bros. Ultimate. Nee, ne, ich werde jetzt einfach nur stehen bleiben. Das regt mich voll auf. Im Online-Modus wäre ich sowas von lost. Ja, in der Tat, Mann. Okay. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, okay. Ja, yeah, nochmal. Sehr schön, nochmal. Schnell. Sehr schön. Immer noch Spiegelsteuerung. Aber nicht, dass ich mich jetzt daran gewöhne. Hoffentlich dumm. So, jetzt geht's wieder, ne? Ja, super. Jetzt gib ihm. Oh, wieder Spiegelsteuerung. Hau nervig. Gut, weg damit. Das nervt mich. Klammerdieb. Lernjuwel. Bam, bam, bam. Angriffskraft bei 1 gegen 1. Ja, das Labyrinth schauen wir uns, wie bereits erwähnt, noch an. Was haben wir hier? Inkling. Klein Inkling. Oh yeah. Wasser Level Beat. Alle bleiben länger in der Luft. Aha, mal gucken. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Nervig. Oh, innerhalb des Zeitlimits. Wer ist denn der Hauptgegner? Egal, ich kümmere mich einfach um alle. Oh. Ein Bowser, du bist so böse, Mann. Ja, aber das ist gar nicht mal so schlecht, dass hier eigentlich lange in der Luft bleiben. Dann kann ich es hier in der Luft angreifen und treffen. So, und solche Attacken mache ich ja am liebsten. Och, schade. Aber okay, ich sollte mir auch nicht allzu viel Zeit lassen, ne? Wegen dem Zeitlimit. Oh, das ist doch irgendwie voll putzig, was hier abgeht. Ja, noch bin ich am nett reden. Nicht, dass sich das ändert. Tschüss, Mann. Heftig. Das war spaßig. Jetzt haben wir Blubber am Start, einen Primärgeist. Ah, Gewicht wird gesenkt. Pikmin-Appell. Olimar. Ich dachte schon, es hat angefangen zu regnen. Und die Wolken verschwinden. Nicht komplett, aber fast. Wartet mal, dann kümmern wir uns auch hier um diesen Kämpfer, Little Mac. Der Gegner springt nur selten. Habe ich das richtig gelesen, ja? Oh, wieder ein Zeitlimit. Der Beat ist cool. Und der Avatar von dem Subgeist. Oh, das war ein bisschen blöd. Okay, geht schon klar. Oh, schade. Hey, Mario, was geht? Mario ist mit der Odyssee am Start. Ding, ding. K.O.? Jetzt schon? Ja, nice, nice. Sehr gut erwischt. Urban Champion Kämpfer. Armangriffe, super. Das gefällt dem Mario. Dr. Mario. Mr. Game & Watch. Okay, die Wolke verschwindet auch ebenfalls hier. Nice. Was haben. Ui, liebe Leute, was geht denn hier ab? Können wir eigentlich surfen? Das will ich mal kurz abchecken. Den Ozean zu überqueren, dazu braucht es nur ein Pokémon der Kategorie Transport. Labras vielleicht? Okay. Ja gut, Leute, was machen wir jetzt? Wollen wir uns kurz um diese Stadt hier kümmern? Ja, wäre gar nicht mal so verkehrt. Kommt, dann geht's los mit dem Labyrinth. Nee, ne? Ätzend. Ist die so stark?
Und sie kann sehr oft die Ultra-Smash-Attacke einsetzen. Ja, solange sie jetzt keine Sterne bekommt. Alleine schon, der Shinesprite ist ein Supporter hier in Ultra Smash Bros. Ultimate. Ist ja lustig. Oh ne, sie hat den Stern. Die ist schon wieder in der Sternform. Liegt das an Luma? Ach, diese unverwundbare Phase. Ja, komm jetzt. Na, endlich. Spring. Komm. Sehr schön. Muss ich mich jetzt nur auf Rosalina konzentrieren? Okay, alles klar. Die Sternform, die Ultra Smash Form und die unverwundbare Phase ist vorbei. Aber jetzt kann sie wieder die Ultra Smash Attacke einsetzen. Am besten abhauen. Sehr schön. Nochmal. Sehr schön, nochmal. Nicht, dass du fliegst, Bowser. Jetzt. Ja, schade. Ach, schade. Okay, alles klar. Aber ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen verstanden. Ich würde das gerne noch ein, zwei Mal versuchen. Kirby Einsauger Spezial Standard. Piazza Delfino. Zapgaben doppelt und dreifach. Oh, ich chill erstmal. Oh, nicht schlecht. Weg, weg. Genau. Feuerattacke. Okay, jetzt erstmal abhauen. Unverwundbar Phase. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Komm, DK. Nochmal, ich meine Bowser. DK, wie komme ich auf DK? Hab mich viel zu sehr daran gewöhnt, wie bereits erwähnt. Boah, Sternenzepter. Beziehungsweise dieser Kirby-Stab da. Boah, die Rosalina ist aber nicht zu unterschätzen. Komm, kommt alle her. Stern, och schade. Und sie hat den Stern bekommen. Abhauen, Bowser. Abhauen, 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 abhauen. Sehr schön. Sehr schön, weg mit diesem Kirby. Sehr schön, abhauen. Ja, wir haben es geschafft. Ja, super, goldig. Boah, Rosalina hat richtig viel Power. Hey, Zap-Legende, 4 Sterne. Ist das böse, Mann. Hui, das war ein harter Kampf. Geisterteams. Aber ich finde das so cool, dass ich das herausgefunden habe, weil so kann ich ab jetzt ja, sofort abchecken, wo ich was noch außer Acht gelassen habe, also Kämpfer und so. Es kann ja sein, dass ich noch vergessen habe, den einen oder anderen mir aufzuschreiben. Cool. Wie schaut es eigentlich auf der Karte aus? Ja, nice, nice. Schaut euch das mal an. Also im Vergleich von vor 20 Parts sah das ein bisschen anders aus. Im Vergleich zum 71. Part, genau. Erstmal die Sprache korrigieren. So, weiter geht's hier mit King K. Wool in Pink. 9500 KP auf 0. Okay, wir sind im Nachteil. Ja, wenn wir das hier schaffen, dann gibt es mehr Belohnungen. Und anschließend gibt es dort auch eine Truhe, die wir öffnen können. Riesenverwandlung, 160 Kraftpunkte. Komm, komm, komm. Ja, super, Bowser. Sehr schön, goldig. Weiter, 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 weiter. Erstmal viel Damage machen. Er ist immer noch bei 130, so. Genau, jetzt hat er weniger als wir. War Mist. Ach, schade. Ah, egal, ich habe da noch ein bisschen was berühren können. Ah, komm jetzt. Komm, da ist die Chance. Komm. Ja, sehr schön. Oh. Der macht aber guten Damage, King K. Wool, merke ich gerade. Der berührt mich einmal und ich verliere schon irgendwas mit 15-20%. Heftig. Oh. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden. Oder? Ja, super. Poeko-Style. Einfach irgendeine Kampfattacke eingesetzt. 4 Lernjuwelen, nice. Okay, jetzt checken wir schnell die Truhe ab. Ich möchte unbedingt herausfinden, was sich in ihr befindet. Ah. Undertow aus Splatoon 2. Mucke. Okay. So, hier sind auch noch einige. Auendem Cheer Girls. Wer sind denn diese Ladies? Okay, die auf der rechten Seite sieht am ältesten aus. Die auf der linken Seite ist, ja, kindlich unterwegs und macht den Erwachsenen nach. Und die in der Mitte ist Teenager-mäßig unterwegs. Aber auf Anime-Logik. 4000. Okay, gut. Alles klar, geht schon klar.
Oh nee, ey. Der Beat, das hört sich so an, als ob ich mir irgend so eine Teenager-Serie reinziehen würde. Ich will aber meine Hausaufgaben nicht machen. Ich möchte lieber rausgehen und spielen. Ach ja. Komm. Was mache ich eigentlich? Okay. Nochmal. Jetzt gebe ich ihr den Rest. Oh, Schild. Und tschüss, oder? Alleine schon, ey, die Mucke im Hintergrund. Ich komme darauf gerade. Ja, irgendwie. Halbwegs klar. Boah, ich konnte nicht mal die Attacke ordentlich ausführen. Schon mal die Melinda weg vom Fenster. Die. Auf einmal ist die auf der linken Seite die Älteste. Es gibt ja auch Leute, die sind. Ja. Die sehen viel jünger aus, als sie es sind. Auf jetzt die Alterszahl bezogen, aber. Egal, Hauptsache man ist gesund. Ja, nice, Leute, hier ist Labras. Gut, dass wir uns hier die Stadt angeschaut haben. Ich meine, durch Labras können wir doch den Ozean überqueren, oder nicht? Ich habe da an kein anderes Pokémon gedacht gehabt, um den Ozean überqueren zu können. Ja, Labras oder Kaioke, aber ich meine, wir haben Proto-Kaioke und nicht mal das hat was gebracht. Dann kann es doch nur Labras sein, oder? Komm, nochmal. Oh, ich will noch einen Kämpfer am liebsten befreien. Ich weiß nicht, ob das noch in diesem Part klappt, aber ich hoffe im nächsten Part. Ja, ach schade, ich wollte die Stampfattacke einsetzen. Diese Attacke ist so cool, ey. Oh, ich habe das Schwert. Nochmal. Springen. Sehr schön. Yeah. Oh, bringt das auch was? Ja. Normal, ey, die sind schon bei 170. Circa. Und jetzt sind sie weg vom Fenster. Nice. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir den Ozean überqueren. Darüber freut sich der Kanscha. Oh, eine weitere Hütte. Ja, schaut mal. Das ist auf jeden Fall ein offensichtlicher Hinweis. Ach so, jetzt verstehe ich das mit den Ausrufezeichen. Das bedeutet, von dort aus können wir ab jetzt weiterkommen. Ach so ist das. Arti. Oh, 8000. Stärkere Fernkampfwaffen für Gegner. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich in der Tat gespannt. Also vier Gegner insgesamt. Oh, das wird aber nice. Mal ist der Bowser gelb, dann ist er grün, dann ist er pink, dann ist er blau. Ist doch eine nette Abwechslung. Oh, achso, ich bin noch da. Sehr schön. Oh, oh, heftig. Das ging aber schnell. Ich habe ein nettes Item am Start gehabt. Aktivitätsleitergeist Arti. Ja, lass uns mal kurz den Arti besuchen. Das wäre doch artig. Helfer-Trophäe, Kettenhund-Rettung. Mhm. Du kannst nun in den Aktivitäten Arti besuchen. Ja, warum nicht? Ah, okay. Bei ihm kann man einkaufen. Nice. Was hast du denn am Start? Okay. Ja, warum nicht, wo wir schon mal hier sind. Napalm Man, vielleicht brauchen wir den. Ein Subgeist, den nehmen wir auch mit. Lernjuwelen nehmen wir auch mit. Und hier, dich nehmen wir auch mit. Robobot-Panzer. Nice. Ja, vielleicht brauchen wir die ja. Mal gucken, was jetzt passiert auf der Karte. Nee, okay, aber egal. Dennoch, Subgeist ist Subgeist. Hey, cool, da ist ein Kamek. Gut, Leute. Nix wie Hinder. Zelda mit einer Entennase? Oder Entenschnabel? Medoli? Erhöhte Sprungkraft? Oh, Everyone. Oh, Glurak! Oh, ich habe richtig viel Damage gekriegt. Richtig viel Damage gekriegt, 9%. Komm, komm, das wird böse. Beeil dich. Du solltest hier die beiden nicht unterschätzen, die sind ein bisschen anders unterwegs. Hey, oh man, Mist. Komm jetzt. Komm nochmal. Ja, sehr schön. Lass mich in Ruhe mit deinem Kescher. Ich bin viel zu groß für deinen Kescher. Hallo. Oh, wie schön sich der Hintergrund verändert hat. Oh, wie romantisch.
Oh, jetzt regnet es noch. Jetzt muss nur noch eine nette Frau mit einem Regenschirm vorbeischauen. Oh nein, halt mich fest. Irgendwas passiert hier mit dem Piratenschiff. Kein Problem, schau dir den Regenbogen an. Wie ich wurde erwischt. Was für eine geniale Arena ist das denn? Ich habe mich in die Arena verliebt. Ich habe verloren? Nein. Ich war unkonzentriert. FIG-Kämpfer. Figurenkämpfer. Ja, ich bin bereit. Nochmal. 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 Okay, das reicht. Immer nochmal zu sagen, ist auch komisch. Ey, sag mal. Ich bin noch kein Tennisball. Seht ihr das nicht? Ich bin noch rot. Ein roter Tennisball. Okay. Komm jetzt. Nicht, dass irgendjemand denken würde, oh, da kommt ein Fleischball auf mich zugeflogen. Ey, ich bin jetzt schon bei 100? Was ist denn hier los? Die Melinda nervt auch. Komm, die Arena dreht gleich wieder durch. Oh, komm schon, Mann, das gibt's doch nicht. Okay, Glurak ist weg vom Fenster. So, jetzt bist du dran, Melinda. Nicht nervös werden, nicht nervös werden. Sehr schön. Beim letzten Mal war ich ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob das in diesem Part war. Nee, ich glaube, das war im letzten Part. Da war ich so nervös, dass ich, nachdem Bowser sich in Riesen-Bowser verwandelt hat im Hintergrund, dass ich dann halt sofort auf den A-Knopf gedrückt habe, ohne richtig mein Zielobjekt ohne mein Zielobjekt richtig anzuvisieren. Oh Mann, ey. Manchmal kommen die Wörter nicht so raus, wie man sich das vorstellt. Brutalanda. Glurak 4400. Okay. Haben wir schon Glurak befreit? Das kann man ja gleich abchecken, gar kein Problem. Ja, ich bin bereit. Let's go. Boom. Ach ja, falls ihr, wie bereits erwähnt, Wünsche habt, dass ich vielleicht mit einem gewissen Charakter spielen soll, gebt mir gerne Bescheid. Heute ist ja der 20. Ich denke, heute kommen nochmal 3 Super Smash Bros. Ultimate Parts. Ihr könnt ja sehr gerne in unter irgendeinem der Videos kommentieren und mir Bescheid geben, dann schreibe ich mir das auf für die nächsten Parts. Komm jetzt, langsam wird's nervig. Ach, Glurak ist weg vom Fenster. Hey, da ist ja Cresselia. Primärgeist 1889 und zwar Brutalanda. Okidoki. Hindernisse, Abenteuer, Training, eine Stage nach Mars. So. Pokémon-Trainer. Ja, warum nicht? Achso, heute in der Nacht habe ich die Nachrichten in Super Smash Bros. Ultimate abgecheckt gehabt. Und es gibt gerade die Möglichkeit, an, ich glaube, 3000 Geistertafeln, Geisterpunkten, an 3000 Geisterpunkte ranzukommen. Oder waren das doch 5000? Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Irgendwas mit 3000 oder 5000 Geisterpunkte und plus andere Items. Ne? Jeder, der ein Nintendo Switch Online Mitglied ist, kann sich das dann durch den E-Shop runterladen. Habe ich auch gemacht heute in der Nacht. Ja, warum nicht? Ich meine, ich verteile ja immer Snacks und dafür muss man ja Geisterpunkte ausgeben. Oh, Shigi, nicht schlecht. Warte mal, ich sollte mal ein bisschen besser smashen. Das ist das erste Pokémon. Hat der Trainer nicht 3 Pokémon? Da war doch was. Oder er hat nur Shigi, okay. Ja, das ist dann aber echt easy. Ich habe nicht darauf so geachtet. Okay, kein Problem. Immerhin haben wir ihn besiegt und wir haben jetzt Pokémon Trainer am Start. Okay, war nicht eben eine Wolke noch hier? Na cool, die ist jetzt weg. Okay, oh, hier ist ein Portal. Das Portal können wir auch demnächst abchecken. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt allmählich hier mit dem Labyrinth anfangen, wa? Und am besten fangen wir von hier aus einfach an, oder? Ja, warum nicht? Oh, wartet mal, ich kann den Wissensbaum einmal aufrufen. Sollte ich mal kurz tun. Wir haben jetzt 77 Lernjuwelen. Okay.
Was war das hier nochmal? Ne, darum will ich mich später kümmern. Hier waren ein paar Sachen. 80, okay, nice. Ich glaube, wir sind fast fertig mit dem Lernen. Speichern, ja, warum nicht? Ja, das geht ja sehr, sehr schnell. Gar kein Problem. Ja, wollen wir von hier aus anfangen? Eigentlich würde ich gerne... Oder nee, von hier aus. Genau. Genau, darauf habe ich Bock. So, Captain Falcon Team, Kugel Willi. Oh, schaut euch mal die Arena an. Ich habe, in diesem Jahr war das noch, Super Mario Bros. In 3D gesehen. Das war heftig. Irgendjemand hat sich darum gekümmert. Und das sieht ein bisschen so aus wie hier. Übertrieben cool. Mit dem Super Mario 64 Avatar. Oder mit dem Super Mario 64 Mario Sprite. Boah, das ist böse hier gerade. Nochmal. Jetzt nochmal. Boah, so viele Kugelwillis auf einmal. Nice. Sehr schön. Kugelwilli haben wir jetzt auch am Start. Okay. Katapultprognosen. Okay. Ja, ich mach das mal kurz. Wo bin ich dann? Ah, okay, alles klar, cool. Ach so, von hier aus wären wir sowieso nicht weitergekommen. Okay, Schalk. Der Gegner ist schneller mit stärkeren Nahkampfwaffen. Ui, wir sind im Nachteil. Okay, Schalk hat 9300 Power. Interessant. Ottoman X. Echse. das wird böse. Komm jetzt. Sehr schön, Bowser. Sehr schön, super. Ja. Komm, komm. Noch ein bisschen. Oh, Schwert. Bisschen näher. Jetzt. Ah, okay. Nein, pass auf. Nochmal. Unten. Jetzt hoch. Nein, verdammt. Warum hat es nicht geklappt? Hä, das habe ich nicht verstanden. Och, wie eklig. 102% hatte der Schalk auf dem Tacho. Und mir ging's blendend. Oh, ich hasse das, wenn ich so dumm rausfalle. Und manchmal, weiß ich nicht. Obwohl ich auf die Knöpfe drücke, habe ich das Gefühl, dass sie nicht so... ihre Funktion. Im Vorschein bringen. Mann, was ist denn hier los? Ich kann weder spielen noch sprechen gerade, sorry. Ich wollte den Hänger. Nochmal, manchmal ist es halt so, dass wenn ich zum Beispiel auf den Knopf drücke, zum Beispiel auf X, dann... Oh, nee, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Ich habe auf X gedrückt und ich konnte nicht springen. Hä? Das habe ich jetzt nicht begriffen. Ich habe auf X gedrückt. Oder bin ich schon vorher gesprungen? Das meinte ich vorhin. Mit dem, was ich eigentlich sagen wollte. Nur plötzlich habe ich einen Hänger gehabt. Gerade. Komm. Super. Schnell, das Schwert nehme ich. Okay. Oder warte mal. Die Infos habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Was waren denn die Spezialregeln? Vielleicht ist das sogar normal, dass das gerade so ist. Okay, komm. Komm. Weg mit dem Schwert. Ich will dieses hier. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh nee, ne? Jetzt kann er die Ultra Smash Attacke einsetzen. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Okay, ich bin bei 46. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Boah, heftig. Ich habe mich noch gerettet. Komm jetzt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, na endlich. Ah, sorry, Leute. Für den sprachlichen und smashigen Absturz gerade. Ich war voll weg vom Fenster. 4 Lernjuwelen, okay. Schalk. Ich frage mich gerade, wie viel Prozent schon fertig ist von diesem Abenteuermodus hier.
Na gut, in der Stadt haben wir nichts zu suchen, beziehungsweise zu tun. Wir gehen wieder hier rein und machen von hier aus weiter. Okay, zwei Möglichkeiten, um uns einmal wegbeamen zu lassen. Ja genau, von hier aus wollte ich eigentlich anfangen. Mewtwo. Hey, hier ist ein Carmack, nice. Oh, Bulan. Ich bin bereit. Oh, jetzt muss ich an Minecraft denken, wenn ich mir den Boden anschaue. Ah, sehr schön. Sehr schön. Mewtwo wurde gut bearbeitet gerade von Bowser. Orbulon. Und zwei Lernjuwelen. Ja, wenn das so weitergeht mit den Lernjuwelen, also mit dem Erhalt der Lernjuwelen, dann sollten wir eigentlich demnächst schon alle Gaben erlernt haben. Ich gehe nochmal zurück. Diesmal benutze ich diesen Teleporter. Okay, hier sind zwei Leute. Ridley. Okay, den Ridley können wir noch in diesem Part herausfordern. 9100 Power, oder wie? Zwei Kirbys. Der Kollege sieht irgendwie aus wie Brutalanda. Ja, tatsächlich. Ridley und zwei Kirbys. Helfer-Trophäen. Okay. Hä, was ist das für eine Arena hier? Haben wir nur die drei Plattformen als Boden, oder wie? Jetzt. Sehr schön, Bowser. Sehr, sehr schön. Er hat nicht nur Ridley, sondern auch die Kirbys schnell erledigt auf einen Schlag. Euch nehme ich auch auf die schnelle Welle mit. Ridleys Ursprünge. 1988, heftig. Pichu, oder was? Ah, okay, interessant. Okay, Leute, ich würde vorschlagen, dass wir uns dann um Pichu im nächsten Part kümmern. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn was ist, gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.